Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge von Let's Play Total War Attila mit den Pikten. Nein, mit den Weströmern. In der letzten Folge haben wir gegen ein paar Rebellen eine Schlacht geschlagen, haben unser Land ein bisschen wieder rumkommandiert, kämpfen jetzt gegen die Abdani und mal schauen, was dann noch kommt. Also, wir haben gerade gesehen, dass die Quaden heimatlos geworden sind, was eindeutig einen Daumen hoch von mir bekommt, denn Leute, das finde ich sehr geil. Quaden dürfen meinetwegen gerne sterben. Das waren ehemalige Feinde von mir, sind jetzt. Schade, dass es die jetzt nicht mehr sind in dem Sinne halt. Aber wenn sich die Hunde auch um die Markomannen kümmern, dann machen sie noch ein bisschen mehr Ordnung für mich. Finde ich gut. Können sie öfter machen. Geil. So, wir schlagen jetzt die Schlacht von Oktober rum. Wir kämpfen gegen die Abdani, die eine durchwachsene Armee haben. Würde ich sagen, die ist nicht scheiße, die ist nicht perfekt, aber sie ist durchwachsen. Ja. Okay. Die weströmischen Separatisten haben auch noch ein paar Einheiten mit dabei. Zum Beispiel Kavallerie und so. Der General ist übrigens auch schon wieder schwach hier dabei. Heißt also, wir haben da wieder so ein bisschen Potenzial, was zu reißen. Aber mal schauen. Mal schauen. Eins nach dem anderen. Ich muss ja doch ganz ehrlich behaupten, ich bin ja schon erstmal happy, dass wir überhaupt uns noch so gut halten können hier. Und alles noch so gut läuft. Wir schlagen uns ja generell gerade noch relativ gut. Mehr und mehr Feinde von uns verrecken oder schließen Frieden mit uns. Finde ich geil. Und ich kann mein Reich immer mehr stabilisieren. Okay, Angriff von zwei Seiten. Okay. Schicke wir die schon mal bitte hier hin. So. Na, will nicht. Okay. So, aber das will er. Zack, wieder aufstellen. Organisiert euch! Die Kavallerie. Stellen wir mal bitte hier hin. Okay, gut, wer nicht. Was dann? Pokern? Natürlich nicht. Okay, schicken wir euch mal wieder hier drüben rein. Ich hoffe, dass da keine Kavallerie kommt jetzt. Schade, dass du da nichts übersehen warst. Aber hier bist du sicher. Drüben ist noch Kavallerie. Es wird eine berittene germanische Kundschaft da. Oh, die bewegen sich genau in meine Richtung. Oh, so eine Verarsche, oder? So, wir treiben ihn jetzt hier weg. Bitte. Unser General wird angegriffen. Beschützt sein Leben. Gut, okay. Wir sind safe. Wieder. Die Kavallerie fragt hier gerade, finde ich auch schön. Die Türme machen ja weiter Stress, finde ich auch gut. Der General ist wo? Wo ist der General? Wo ist der General? Da hinten. Okay. 58 Krieger. Die kommen auch noch gleich mit rein hier in den Kampf. Finde ich auch gut. Finde ich sehr cool. Okay. Drüben sind nur Leves Armatura eh. Ich glaube, die zu killen hat sogar höhere Priorität als alles andere. Scheiß auf den General. Die Infanterie von mir macht das eigentlich ganz gut. Lieber die Leves weghauen, denn wenn die weg sind, dann haben wir ein deutliches Problem weniger. Okay. Ah, der Beschuss natürlich hier haut auch rein. Aber viel Munition sollten nicht haben. Die haben nur noch 5 Schuss. Treffen auch viele eigene Leute. Und wir können nachhelfen hier. So. Zack. Eine schöne Salve rein erstmal. Warte mal, nichts da wankt bitte. Okay. Stand die Leves Armatura hier drüben. Ich will ja nichts wanken sehen von euch, Leute. So, die Leves Armatura haben natürlich keine Chance jetzt hier.
Beschuss bitte ausschalten. Natürlich fliehen meine Schwerter jetzt auch. Geil. Geil. Finde ich wirklich sehr geil. Zack und drin, bitte. Super, macht die fertig hier. Okay, Schwerträger sind weg. Jetzt müssen die Legios durchhalten hier. So, die Kavallerie noch weiter beschießen, bitte. Legios werden hier gerade vernichtet, super. Perfekt. Die werden vernichtet hier. Super, komplett am besten, finde ich gut. Ich will die hier noch im Nahkampf drin sehen, das gibt's doch nicht. Egal, die werden zerschossen. Das ist gut so. Jetzt stammt bitte die da hinten nochmal. Ja, der wankt super. Der hält sich noch ein bisschen, finde ich auch gut. Schieß ruhig weiter auf den. Die scheinen ja doch noch langsam zu sterben hier. Hm, 17 Mann nur, ist auch gut. Gehen wir hier drauf los, bitte. Finde ich okay, finde ich cool. Jetzt kommt noch weiter Beschuss auf die, auch super. Und die Legos halten noch durch, perfekt. Perfekt. Super. 14, 13, 12, 11, 8, 6, 5. Okay, es sinkt weiter. Super. Genau das, was ich wollte. Okay, Moral minus 2. Nicht so schön. Der ist weg. Super. Hier drauf schießen bitte jetzt. Okay, der General müsste irgendwo da hinten noch sein. Und der müsste jetzt auch mal langsam verrecken hier. Das gibt's da nicht. So, hier lang bitte. Warte mal, warte mal, warte mal. Wieso wankst du hier? Das will ich nicht zulassen. Wir chargen jetzt schön rein, bitte. Ja. Alter, ihr habt noch 93 Mann. Ihr braucht euch kein bisschen zu beschweren. Jetzt kommt ein Charge in den Feind rein. Super, geht doch. Halte dich bitte. So, du machst jetzt bitte noch die Plänkler hier drüben fertig. Der General da hinten treibt sich noch hier rum. Super. Okay, Problem. Sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus hier, wa? Perfekt. Kill die mal bitte. Oh, scheiße, die haben Speere mit. Fuck. Na toll. Der Kampf ist also doch verloren hier. So, ich kann nur noch hoffen, dass jetzt hier was hilft. Er killt zumindest noch ordentlich. Wenn der General dann weg ist, wäre auch noch geil. Aber der kommt leider nicht weg hier. Ja, Schlacht ist verloren leider. Aber egal, wir haben noch viel gekillt. Nächstes etwas. Scheiße. Jetzt werden die Separatisten kommen, die Stadt einnehmen und ich habe wieder eine Stadt verloren, die ich mir holen muss erst. Und ich kann nicht, weil die Hunde mich gerade belagern. Das ist doch immer so ein perfektes Timing bei denen irgendwie. Dass sie sich etwa alle absprechen und dann zack, 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 am selben Punkt alle gleichzeitig angreifen. Aber die Armee ist fast tot. Vom Feind. Separatisten haben auch zwei Einheiten verloren. War eine gute Sache. Meine Kavallerie hat noch gut gekillt. Aber es ist einfach nicht zu glauben. Warum greifen die auch so eine nutzlose Stadt an? Auch wieder so ein Punkt. Naja. Separatisten werden sie jetzt einnehmen, so oder so. Weil ich eigentlich noch eine Garnison drin habe. Und wir die Ebdani vernichten, die dann kotze ich, ey. Dann kotze ich, weil, also, was war da jetzt gerade eine... Ich verstehe auch nicht, warum meine Soldaten gewankt haben. Die hätten den Kampf locker gewonnen. Die hätten den sowas von gewonnen.
Meine Kavallerie war da, die ist im Rücken eingecharged. Wir sehen doch hier, wie tot die Infanterie von dem ist. Verstehe ich nicht. Warum meine Soldaten schon viel früher wanken? Mit 70 Mann noch. Die sind, haben mit 70 Mann noch gewankt. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe, was ich meine. Kaledonia kommen. Allein wenigstens schön verschleißt, finde ich gut. Ich verstehe das nicht. Also ich habe... Es ist einfach keine Logik dahinter. Also wir sind sofort geflohen, meine mein General und sowas. Was ist denn das für ein Spiel? Wo die gegnerischen Einheiten bis zum Tod kämpfen und meine fliehen bei der Hälfte der Truppenanzahl schon. Die fliehen schon allein beim Anblick des Feindes, habe ich das Gefühl. Das ist doch nicht mehr lustig. So, was machen die Marco Mann? Jetzt die Frage, sind die Quaden eigentlich ganz tot oder sind die nur jetzt zum Steppenvolk geworden? Wir bitten um einen Vertrag zwischen unseren Völkern. Na, so nehme ich das doch gerne. Wenn ich nicht zahlen muss, ist das vollkommen okay. Finde ich cool. Nicht Angriffspakt mal wieder zu schließen, ist auch was Cooles. So ein schönes Gefühl, wenn ich ehrlich sein muss. Die Makedonen stehen in Virona, das gefällt mir auch. Ah, natürlich. Oh, die haben nicht Oktodom angenommen. So, die Schlacht hier brauchen wir gar nicht zu schlagen. Die gewinnen wir auch so, automatisch. Zack. Und durch damit. Durch die Kehle. Verstärken, bitte. Und Leute, auf die Schlacht habe ich heute keinen Bock mehr. Bitte seid mir gnädig. Wir sehen uns deswegen nächste Folge wieder, wenn wir gegen die Geier kämpfen müssen. Und ich verabschiede mich in dem Sinne von euch und sage ciao, bis zum nächsten Mal.